Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zum Motorsportmanager. Und mit mir dabei der Michi. And the race is starting now! Da blitzt's gleich. Und der Joker ist auch wieder mit dabei. Hello again! Und der Valvo. Ich sage einfach Hello again. Boah, ist das nice hier, ey. Boah, sieht das geil aus. Das sieht also richtig gut aus. Und das ist gefährlich. Also ich fordere sofort hier, haben mehrere Funksprüche eingefangen. Untrivable, Red Flag. Wir fordern hier rote Flagge, Safety Car, 20 Runden lang. Boah, könnt ihr ist das hier geil. So ein DLC machen oder so. Blitzeinschlag. In der echten Formel 1 würden die das nicht machen. Da würden die gar nicht fahren bei so einem Wetter. Da wird erstmal rundenlang Startabbruch gemacht. Und die andere Runde wird einfach 36 Runden hinterm Safety Car gefahren. Oh nein, das ist schlecht, die Bremsen blockieren. Boah, sieht das cool aus, sieht das geil aus. Die Reifen müssen doch was aushalten. Das sieht echt cool aus. Oh nein, es gibt eine Überflutung. Nein! Wo kommt denn das Piratenschiff her? Ich bin's, Jack Sparrow. Ich bin's, Captain Iglo. Captain Iglo? Was machen denn Captain Hook, Captain Iglo und Jack Sparrow hier? Sie haben was an Land gezogen. Oschis. Fischstäbchen, ihr habt schon von ihnen gehört. Wir haben was an Land gezogen. Aber Oschis, ihr habt von mir gehört. Arr. Oschis, Arr. Die deutsche Flagge am Strand. Da hat wieder jemand seine Liegestühle vergessen. Nee, der denkt, ich glaube, er ist in. Er denkt, er ist immer noch. Ballorca. Boah, ist das eng zwischen den beiden. Pernet mag sich nicht geschlagen geben. Sagt, ey du Bitch, du bist schon Weltschlampe. Champion. Aber Champion. Ich will Zweiter werden. Nee, Asia Pacific Schlampe, wenn schon. Weltschlampe ist er noch nicht. Asia Schlampe. Hinter Baika sah es jetzt schon Abstand. Nina Holz gewinnt. Nina Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Die Dalle wird durchgereicht. Der Karel ist blind gleich. Ich wird so durchgereicht. Ich wird so durchgenommen. Oh, eng. Oh, feucht und eng. Ja, so ist geil. Die beiden schon wieder. Oh, Balkasar. Chica kürzt ab. Schaut es mal an. Ihr da schön abgekürzt. Keiner hat's gesehen. Keine Temperatur in die Reifen. Natürlich ganz entscheidend die Ingleview auf der 2 für Krüger Motorsport. Das wäre dann der Klassenerhalt am Ende noch. Wird sogar schwer da durchzukommen mit den Reifen. Ihr könnt natürlich auf Sparen gehen, auf konservativ. Die so kalt sind auch. Die oder wir kommen dann einfach noch mal rein. Dass die da nicht alle aushalten, da zu sitzen, wenn da so ein Scheißwetter ist. Keine Tribüne großartig überdacht. Und alle, die da so rumflummeln auf den Plätzen. Die sifft's weg. Back. Die halten halt außen in Kapstadt. Was ja auch ganz interessant ist, dabei zu sehen, wenn die jetzt das noch schaffe, Krüger Motorsport, sieht im Moment ganz danach aus. Wenn sie was schaffen? Den Klassenerhalt. Die Ingeljo ist ja Zweite. Und die haben ja noch 0 Punkte, glaube ich. Und wenn die jetzt. Schauen wir gleich mal. Das. Der Happe, dann. Ja, ein Punkt hat sie. Wäre Ozu weg vom Fenster. Ja, stimmt.
Das stimmt. Joker will ja immer, dass Mike Krüger im Motorsport noch drin bleibt. Ja. So, magst du Krüger? Mike Krüger wahrscheinlich, oder? Ja, habe ich jetzt nur so verbündet worden. Nicht mehr und nicht weniger. Mit seiner Hardrock-Version. Hardrock. Hallo Krüger. Von der Nippel. Vielleicht lohnt sich aber Intermediate doch. Bin mir nicht so sicher, was das dann bei Runde 18 sein soll für ein Wetter. Ja, kann sein. Könnte trocken sein, könnte Intermediate sein. Aber da hinten wird's nochmal mehr. Glaube ich, oder? Ich glaube, dass es da wieder mehr wird. Ja, da wird's mehr. Also ich sag mal, vielleicht ab Runde... Es bleibt auf Inters dann. Runde 13 bis 14 mit Inters. Könntet. Oder halt, man geht auf Trockenreifen für die kurze Zeit. Könnte man auch ausprobieren. Wieder verschiedene Strategie. Eine schnellste Rundenzeit reinficken in den Asphalt und dann wieder... Nur wir werden... Das wäre die Pernet zum Beispiel, könnte man probieren. Wir werden jetzt nicht durchkommen bis zur... 13. Ja. Ja, das stimmt natürlich. Sind immer noch 7 Runden wenigstens, denke ich mal. Dann könnte irgendwer von denen nochmal voll aufdrehen oder beide dann nochmal reinkommen. Ja, ich dreh voll auf! Eine vielleicht auf Sparen und die andere auf voll aufdrehen? Oder beide auf voll rausballern? Tja, oder eine schon mehr rausballern als die andere, denn ich würde versuchen, beide. Vielleicht, ich weiß es nicht, mit so. Ich glaube nicht, dass der Dude sieht, dass noch 25%. Also, ich würde sagen, sie hört Musik nur, wenn sie lang ist. Sie hört Musik nur, wenn sie deutsch ist. Ja, wenn sie nur deutsch ist. Deutsch, so richtig deutsch. Irgendwo das mittlerweile auf die Fünf. Zurückgefallen. Oh nein. Jetzt auf die 6. Gleich noch runter zurück. Krüger kriegt's nicht hin. Ich glaube, ich spinne. Ja. Ob sich das wirklich lohnt? Wird eng werden. Man könnte es bei ihr natürlich dann auch versuchen, auf die Trockenreifen zu gehen. Jetzt noch einmal auf Regen und dann gleich auf die Trocken. Wir haben eine Möglichkeit. Bei der Alexia Intermediates. Aber da kommt doch mal was auf uns zu. Richtig. Und trotzdem die gleiche Reifenabnutzung, obwohl die Pernet spart. Aber wieder die falsche sparen lassen. Round 9. Die war halt weiter vorne. Aber man merkt echt, dass die Alexe da nicht so zurechtkommt im Sparen. Wenn die Chica alles rausballert. Die kennt das nicht, die Alexe. Die gibt viel Geld aus. Die kennt das nicht mit Sparen. Die hat, kauft ja nicht bei Interspar. Alles da, da, da. Ja, oder sie hat es halt schon holen. Roll mich voll, Box. Bei nächste. Weiß ich, ob Pernet. Wie lange wird die jetzt mit den Schlippern da? Die natürlich mehr Abnutzung hat. Was? Ich habe keine Abnutzung. Die sind von Schießer, meine Schlipper. Oder gleich Inter. Nee, ist noch zu früh. Verliert zu viel Zeit. Jetzt sind wenigstens noch 4-5 Runden. Jetzt wird weniger wird. Dann kannst du die Reifen ordentlich durchballern. Sieht's bei den anderen aus, die müssen ja auch bald. Also die werden auch
Die werden es entweder versuchen, schon auf Inter und ordentlich Zeit verlieren. Ich war Knacks zu. Der Knacks, Michi. Sind die Ersten, die reingehen? Naja, wenn das mal kein Fehler ist, weil die KI wird auch noch mal reingehen müssen. Haben wir die Tanken aus? Nehme ich ordentlich durch. Jetzt gehen welche rein. Ja, Holz nicht. Alle, die da. Da geht keiner rein von denen. Genau, also hinter uns rein. Hinter. Chica ist schon wieder da. Das klingt heißt wie ein Horrorfilm für die Alexia. Chica ist wieder da. Nein. Das heißt. Kopfnass. Bei ihr kannst du. Inter. Ja. Es wird Pop. Aber jetzt oder machen wir nächste Runde, oder? Naja, sie muss aber eigentlich, also zumindest jetzt in die Box kommen, weil die Reifen. ...24%. Ja. Ja, aber es ist noch zu früh. Also die anderen sind zumindest auf Inters unterwegs. Nee, also ich warte noch eine Runde. Eine Runde warte ich noch, sonst ist es zu früh. Die Chica passt, bei der kann ich alles rauslöffeln. Jetzt gehen die rein da vorne. Jetzt auch auf Inters gehen. Okay, ein paar. Die Holz fährt weiter. Ja, dann gehen wir mal auf Inter. Intermediate. Inter Mailand, wie sieht's denn aus da? Tja, das ist eine Frage. Das ist, könnte alles sein. Es könnte. Könnte Trockenreifen zwischendrin sein. Ja, na, so wie ich dich kenne, wirst du doch wieder noch versuchen, aber ich werde wahrscheinlich auf Intermediate erstmal. Na, erstmal schon, aber. Dann. Oder zumindest bei ihr. Bei der Chica vielleicht gleich auf Trocken. Ja, ich glaube, ich würde schon unterschiedliche Strategien machen. Aber ihre Karre hau ich mal voll. Ist sie gerade vorbeigefahren an der Box? Oh. Ach, die. Na gut. Was hat dich damit gegessen? Essen, ja, ja, ja. Sag mal, das war doch aber früher auch anders, oder? Die ersten Saisons sind die immer gleich noch reingefahren. Da ist doch auch irgendwas umgepatcht worden, oder? Ja, vor allem habe ich das ja rechtzeitig gemacht, ey. Das doch hier gemacht. Schon mal... aber da jetzt bei der Penny. Das ist mir schon in ein paar Rennen aufgefallen, ja. Weil früher noch in der European League, da sind die nämlich noch reingekommen gleich. Mhm. Aber das ist mir jetzt schon ein paar Rennen aufgefallen, dass... eigentlich vorzeitig war und dann fahre die dran vorbei und so ist die Strategie verhauen. Deswegen, denn ich weiß, dass ich es wirklich mal anfangs so gemacht hatte, auch so mit dem kurz bevor so in die Box und als ich dann irgendwie mal das dann irgendwie mal nicht geklappt hat, habe ich sofort mir angewöhnt, dass ich es immer gleich am Anfang in einer Runde mache und ich weiß, die so in die Box. Also, aber das eben ist mal damals hat das immer geklappt. Das weiß ich. Na gut, Pernet. Chica sollte die vielleicht in Inters. Jetzt verliert sie. Da müsste man es jetzt aber entscheiden, sonst ist es wieder zu spät. Ne, die geht auf Trocken raus. Es ist trocken nämlich. Es regnet nicht. Da hinten regnet es nochmal. Ja, aktuell regnet es nicht. Aber die Schrecke ist noch nein. Die Fresche. Richtig aber trocken vielleicht erst auch nächste Runde. Verliert es jetzt zwar ein bisschen auf Wald, aber machen wir nächste Runde dann den Stopp. Nein, die verliert sie.
Valvo will sie echt auf Trockereife schicken, okay? Okay. Na, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich noch trocken wird. Ob Professor Doktor recht hat. Aber ich glaube, du willst der Perne auch das Sieg schenken, oder? Das ist doch deine eigentliche Absicht. Aber nicht, wenn sie dann noch auf der 5 rumeiert. Du musst jetzt den Matze der Wolf holen, den Matze der Wolf. Matze der Wolf. Klingt wie ein Porno-Rapper-Name. Geil. Wolfs geile Flüsterer. Nur auf deiner Line. Nein. Hat sie 10 Sekunden verloren. Und auf den Trockenreifen wird sie jetzt 50 verlieren. Bernie, nächste Runde. Fox wieder. So, Chica. Was ist denn das? Ich will Vitamins. Ich will. Lass es fahren, lass es raus. Ja! Klingt wie ein Russe. Lass es raus. Lass alles raus. Warum funktioniert der Kopf? Es ist Zeit für Intermediet jetzt, sagt die Chica. Was sagt Professor Dr. Alvo? Schnauze. Professor Dr. Hase. Ja, einfach rammeln. Immer viel rammeln, rammeln, rammeln. Immer rammeln, rammeln, rammeln. Immer rammeln, 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 rammeln. Nur die Lisa denken. Ja. Chica verliert Zeit. Wir haben ja das Rennen zerstört. Nein. Jetzt ist es ziemlich gleich. Bisschen verliert sie noch. Wann fängt es an zu pushen wieder? Push, push. Push. Zwei Runden. Art, Mau. Art. Hallo, Peterik ist auch wieder mit dem Stream. Wie beim letzten Mal. Ja, guten Morgen. Da war er allerdings gegen 5 rum dabei. Da ist er jetzt auch bald wieder. Das ist der erste Viertel vor 4, also. Es ist für mich 4. Und du erlebst wiederum ein spannendes, wechselhaftes Wetter. Wechselhafte Bedingungen. Ein Wechselbad der Gefühle. Der Larsen, der verletzte Larsen. Ich verletzte. Schnellste Runde fährt. Die verschlunzte. Und jetzt holen wir auf. Jetzt holen wir endlich auf, Chica. Musst du nur noch Bestzeiten holen? Ja, sehr schön. So will ich das sehen. Schlunz alles raus. Aber nicht, wenn die Molly Fox immer besser ist. First on. Alles First on Fox. Ballegrazza. First on Fox. Nur hier auf Sky. No. Ja, da gibt's den Sender Fox. Und es wird aber noch Fox's Lab. Es wird aber noch einmal Intertime und dann wird's nur noch Trockentime. Trogi. Chica, schön, 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 schön. Ja, fahr vorbei. Sehr brav. Der Größte, jawohl, jawohl. Wir dürfen auf keinen Fall mehr auf Intermediate fahren. Sagt Alexia. Auf gar keinen Fall mehr. Die Chica ist doch schneller wie ich. Das ist doch beschiss. Das ist der Bayern-Bonus. Vom die Feiern einzige auf Trockenreifen. Vom Feiern Harini. Kann auch in der Stunde wiederkommen. Naja, da werden wir nicht mehr streamen in der Stunde. Denke ich mal. Obwohl, werden wir noch die Lackierung machen? Das oh. könnt ihr gerne machen. Balcazar kommt vorbei. Da ist der Joker sowieso nie dabei gewesen bei der Lackierung. Das interessiert ihn nicht. Interessiert ihn nicht.
Ja, hat sich doch gelohnt für die Chica. Ja, deswegen, die Alexia stinkesauer, die möchte auf ihn Damidia, sie fühlt sich jetzt verarscht von uns wieder. Are you kidding me? Seriously? Blue Flex? Es gibt ja so einen schönen Mod für F1 2016, dass Sebastian Vettel Blue Flex Car, das ist dann total in Blau der Ferrari. Das ist ja echt so ein Skin Blue Flex. Skin. Ein blauer Ferrari ist halt ein bisschen komisch, finde ich. Chica rotzt die Rundenzeiten raus und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Was machen wir da jetzt? Jetzt müssen wir die Alexia. Ja, sie brauchen sowieso neue Reifen. Die Alexia Pernet auch. Was willst du denn jetzt schon? Wie du gefickt links gerade. Ja. Was ist denn los, Joker? Ja, Reifen. Da geht's ja auch auf die Inters. Meine Drogen sind alle, Entschuldigung. Neue Reifen. Reif. Sollen wir sie gleich voll tanken? Ja, oder? Die hauen mal voll, die Schlunzi. Naja, obwohl, wenn sie dann eh noch mal rein muss. Weniger. Machen wir so. Machen wir so. Nein! Schlunzi voll, der ist gut. Brauchst du nachher nochmal einen Schlipperstopp machen und kannst du durchböllern bis Schlunzen. Die Not. Splash. Wie geht's ihr Motor eigentlich so? Ach, ihr Motor, wie geht's Ihnen so? Danke! Danke! Und die Alexia Pernet muss dann in der nächsten Runde rein. Oh nein, da klemmt's! Nein! 2 Sekunden verdödelt! Ihr blöden Wichser! Ihr habt mir den Sieg damit gekostet, das weiß ich. Ja, die kann aber jetzt auch wieder Vollgas alles rauslumpen, weil sie dann eh nochmal auf Trocken muss. Spanischen Flugbegleiter. Und den werde ich jetzt aussprechen. Fernando, Alonso! Es regnet aber nur ganz kurz und dann wird's wieder trocken. Glaubst du, geht's auf Trockenreifen auch? Oder kurz wieder Intermediates und dann trocken? Also, so wie du vorhin versucht hast, müsstet eigentlich schon fast wieder auf Trocken gehen, aber... Ja, aber es fängt erst an zu regnen. Die Sache ist auch eher... Aber lang halt nicht. Ob sie mit den Reifen durchkommen würde. Ja, das ist die andere Sache. Na komm, dann geh kurz auf Inters und dann fasst du auch nochmal rein. Dann kann man natürlich, wenn es denn noch 10 Runden oder so sind, dann kann man die dann durchschlüpfen. Während Larsen jetzt und auch Vidal auf Trockenreifen gehen. Okay. Die könnten allerdings sich damit in den Hintern geschossen haben. Au! Sie versuchen jetzt die gleiche Taktik wie du mit Balkasar. Wir haben gesehen, das hat sich gelohnt mit der Balkasar. Dass die es nicht begreifen. Oder ich gehe mir die halt auch auf Trocken. Aber ja, das ist dann wieder doof, das wird sich nicht ganz ausgehen. Ja komm, dann fahren ein paar Runden Inter und dann Trocken. Zeig mal kurz, wie viel Runden das ungefähr sein könnten jetzt. 3 Runden. Stopp war auf jeden Fall wunderbar. Very nice, very cool. So möchte man das sehen. Und nicht so verlutscht wie bei Balkasar. Wenn Zahl ist, geht so eher auf die Ultraweichen. Okay. Mit bei noch 13 Runden. Der Matze 6, 9, 9, 10. Die verlieren auf jeden Fall da hinten. Flores. Vidal wird immer weiter zurückgereicht. Sind da mittlerweile? Ja, jetzt sind hinter. Achso, Box. Achso, Box. Ja, dabei sind die im Vorteil. 1 und 4. 1 und 3. 1 und 3. Platz 16 überrundet.
Platz 15 über Runde. 18-2, 18-5. Ja, wir holen. Sehr schön. Holz. Was macht die Holz? Ist gerade in dem Moment überholt worden? Oder ist die wo reingegangen? Ne, überholt worden, okay. Nein, die sehr schön, ja, dann. Momentan bringen. Ja, momentan sind die besser. Sehr schön. Na, jetzt kann Fernet eh noch ein bisschen was rauslumpen. Das war ja wohl mit Biker sah genauso, dass die in den ersten Runden ja auch erstmal nicht hinbekommen hat. Hm. Hat sich aber doch gelohnt für sie. Noch können wir draußen bleiben. Können wir alles rausschlunzen. Wie sieht der Motor aus? Bei Balkasau? Denke ich mal, dass der irgendwann ist noch 54 mal ein... 46. Sieht okay aus. Bei Balkasau hast du doch eigentlich ein schön. Benzin hat viel drin. Es wundert mich, dass er so gut aussieht. Ganz easy, alles easy. Oh, 10,4, 10,6. Ja, sehr schön. Steigt weiterhin. Noch ist es genau also das richtige Wetter. Sehen wir auf eine richtige Strategie um. Wie in der Vorsaison, da gab es doch auch ein 1-2. Auch Chica vor Pernet. Aber auch wieder sehr cool, dass es eigentlich unterschiedliche Reifenstrategien gibt. Manchmal war das echt so langweilig, wie alle auf dieselbe Strategie gewechselt sind. Ja, und die Pernet versucht sich gerade... Oh, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Die versucht sich gerade einen schönen Vorsprung rauszuholen. Eine Runde, oder vielleicht jetzt denn schon die Pernierin holen? Ich weiß es nicht. Wenn dann eher die Chica, weil die einen größeren Vorsprung hat. Ja, die Chica steht, ja, steht aber die, vorne. Ja, aber trotzdem, die Chica ist jetzt erstmal schon über Start und Ziel, Pernier noch nicht. Ja, dann holen wir die Pernier rein. Jetzt wird Alex ja noch reicht. 9 Runden. Ja. Stimmt, wenn es für die reicht. So, Teilzustand. Ja, sieht okay aus. Teilezustand. Keiner ist geiler als die Teiler. Jetzt hat's wieder geklappt. Ganz jetzt. Komisch. So, jetzt kein... Oh, jetzt nein, kein da Fehler. Wieder. Ja, da hat sie den Platz verkackt. Aber gut, die Fox muss auch nochmal ran. Also richtig schön verpatcht, das Ganze. So viel Fehler wieder passieren. So, und jetzt bei Kasa. Ja, verliert ein bisschen auf Fox, dann... Dann Fox, die Slap. So... Reicht es dann? Kommt sie da durch mit der Reife? Ja, die Bikersa kommt überall durch. Die kann sich so dünn oder dick machen, dass sie überall durchkommt. Dünn oder dick. Das ist aber verdammt eng, das geht schon. So, jetzt mal kein Fehler, wenn es geht. Mann. Was habt ihr denn geraucht? Ihr Itches. Ich sag doch, das ist so abgefuckt seitdem. In dem Patch da. So, wie ist der Abstand? 38 kann man so nicht vorstellen. So hast du das Gefühl gehabt, früher haben die weniger Fehler gehabt. Ja. Also 19, mittlerweile, bei, ja. Wenn die Boxenstopp die Mechaniker und so was haben, sieht aus, die bringt die gar nicht mehr. 18,1, okay, die holt immer noch auf die Fox. Naja, na jetzt ist es gleich. Ja, Bernet holt auf jeden Fall schön auf. Ich die aber durchballern lasse. Ballern. Ja, die Balkasa, die kannst du noch ein bisschen länger wahrscheinlich, aber. Ah, die muss auch nicht mehr so pushen. Bei Pernese mit den Reifen schon wieder was anderes. Auf 7 Runden. 7 laps remaining. Ja, 20 Sekunden jetzt. Fox muss auch noch mal rein. Ja, jetzt merkt man das. Rein. Fox. Auf der Fall. Schön, Chica, schnellste Runde. Vielleicht. Sektor 1.
Sector 2. Klatsch nochmal rein. Einmal violett. Jetzt kannst du so schrauben. Schraub schön an die rum. Ja. Ja, nee, hat Molly Fox kassiert. Ich hab reichlich Benzin. Benzin. 500. 5 flaps remaining. Fox, okay, ist mittlerweile nur noch Dritter. Die denkt nicht dran reinzugehen. Die einzige. Doch jetzt. Na, die schafft es natürlich wieder kurz davor, ja klar. Ich finde es immer so geil, wie der Joker sich da auch drüber aufregen kann. Dass er der KI passiert natürlich nichts. Oder im Formel 1, ja, ich habe den Crash, aber der KI passiert natürlich nichts. So eine Scheiße. Finde ich immer cool, Joker, wie ich immer das aufregen kann. Der Joker. Macht ihr mich gerade an? Nee, sagt doch nichts mehr. Macht ihr mich gerade an? Hey? Nein. Ich will mich anmachen. Los, mach mich an. Boah, ey, doppelt so viel wie Chariot, alter Schwede. Die vergewaltigen wir aber ordentlich. Und vor allem haben wir mehr Punkte als damals McNeil mit dem Chapman. Wenn Penny jetzt noch die schnellste Runde holen würde, würde es auch nicht reichen. Wir vergewaltigen gerade alle Fahrer in jedes Loch. Das war doppelt und dreifach. Oh, richtig. Jedes von den anderen Autos fickt unser Auto auch so richtig ordentlich. Ey, da schon wieder den 8 Platzierten überrundet, das ist echt geil. 7 Platzierter. 3 laps remaining. 3 Runden noch? Richtig. Ja, und die brauchen noch 2 Positionen nach vorne, Krüger. Ansonsten sind die weg. Theoretisch könnten wir jetzt Stallorder machen, eine die Pernet nochmal voll loslunden und dann. Aber nee, dann ist die Bikers auch sauer. Es hat keinen Sinn. Wäre nur der Vizetitel. Das wäre jetzt halt gut für die Pernet, aber dann hat sie. Position, um dann hat die Pernet. Ingel, du brauchst noch eine Position, um zu unserem Punkt zu holen. Achso. Holz. Du schaust schön auf das. Ja, weil er hat mich egal darauf. Ja, eben das, weil die haben 2 Punkte und Ozo 3 und dann sind immer noch die Einzelpositionen, wo dann zu beachten wäre. Ich glaube, das reicht nicht, da ist Platz 6 und Platz 7 zu weit entfernt. Ja, das wird dann der Abstieg bedeuten. Schauen wir nochmal auf die Hochrechnung. Ich krieg eine Hochrechnung! Eine Hochrechnung! Krüger. Ja. Die wird's wohl erwischen. Krüger geht in die letzte Runde. Alles rauslünden. Lünden. Kann die Pernet eigentlich auch. Alexia. Udi weg Sackschweiß. Rauslünden. Jetzt seht's Alexia. Jetzt musst du nochmal eine schnellste Runde reinbrennen. Wir sind schon auf dem Kalender. Wer hat denn die schnellste Runde im Moment? Chica. Okay, also sie bleibt im Team. Und die 5 überrundet. Und da gewinnt sie. Weltmeisterin. Weltmeisterin Chica Balcasa. Und Pernet hat am Ende Doppelsieg, wie in der Vorsaison war es hier auch schon ein 1-2. Haben wir das verteidigt. Wir geil. Werden uns hier wiedersehen auf der Strecke, allerdings dann in der World Championship. Und wieder hätten wir das Achievement geschafft, Michi, mit der 1 Minute, aber leider haben wir wieder eine dazwischen von uns. Gibt ja so ein Achievement, schaffen einen Sieg mit 1 Minute Vorsprung, aber jedes Mal ist ein Teamkollege von uns dazwischen. Nein, also das zählt nur beim Direkten. War eine geile Strategie von der Chica. Da wird sich die Penny hier aufregen. Wieso durfte ich nicht auf trocken? Du warst feucht. Nicht trocken. Ich bin immer so feucht. Ja, aber cool.
coole Strategie. 10, 5, 10, 6, 7, 6, 8, Alter. Und die alle Reihensätze mal von blau über violett. Ja, hätte man noch den roten nehmen sollen. Hätte man alle mal durchgehabt. Keine Crashes, keine Safety Car Phase. Ja, und damit ist leider Krüger weg. In die European. Und sehr wir dürfen in die. Keine Strafen mehr. Ja, Punkte 12. Es sei denn, Punkte 18. Es sei denn, the team hat European. Die wollen, so, hat, die wollen die aufsteigen. Möchte nicht. Hm, vielleicht. Ja, aber das haben wir letzte Saison auch gesehen. Da wollte das Team hier aus dem Pacific auch nicht und ist trotzdem hochgestuft worden. Ihr müsst aber. Schaff's noch. Ja. Puh. Ja, endlich wieder 6 Zitten zum Angrabbeln. Der Renault, der musste aber so oft wie in keiner Saison zuvor das Podest besteigen. Ich muss schon so viele befriedigen. Stöpchen, ja! So geil. Lutsch mal zu schämen. Geil, eine weitere Siegestrophäe. Ja, Platz 1 das war 3. Das war in unserem Let's Play die allerbeste Saison überhaupt. Die hat alle vergewaltigt, ey. Das war so doppelt so viele Punkte. Doppelt so viele Punkte wie Pernet geholt. Das ist meine Dominanz, ey. Die hat ja alle den Arsch gefickt. Pernet hat 49 Punkte. Schau mal, Pernet hat 49 Punkte und genauso viel Rückstand. Darum sage ich ja doppelt so viele. Tja, so Pernet ist nicht mehr die Beste. Die war früher die Beste in unserem Team. Pernet, steig aus und geh. Und Krüger weg. Weg. Bei Krüger Motorsport. Es ist vorbei. Auch da doppelt so viel, mehr als doppelt so viel geholt. Krass. Und das Ziel war nur Platz 4 im vergangenen Saison. Das war eine Saison, Domination. Wurde Valvo noch in der vergangenen Saison wurde. Experten im Versagen, Hashtag. In der vergangenen Saison wollte der Valvo keine Siege oder sowas holen, wegen den zu hohen Erwartungen. Aber du hast ja auch da schon gesagt, Aufstieg wäre okay, dann machen wir mit. Dies Jahr was voll durchgezogen. Ne? Aufstieg machen wir mit. Aber von Anfang an die Konkurrenz gefistet. Zwischendrin mal ein kleines Zwischentief, aber auch das gut gemeistert. Ja, und wir haben schon gesehen, der Renault hat die T-Shirts mit einem großen Fischstäbchen und drunter steht Asia Pacific Meister mit dem Fischstäbchen als Logo. Die T-Shirts. Guck dir das an. Marktfähigkeit plus 30, Moral plus 50. Sehr geil. Aktueller Asia Pacific Super Cup Champion. Dieses T-Shirt ziehe ich nur an, wenn ich untenrum freilaufen kann. Dann zeige ich mal mein Fischstäbchen. Ja, 2,7 Mille. World Motorsport. Lipponen. Bergmann, Dritter. Oh, das auch ist nicht gut. Windsor überragend. Hat Punkte geholt. Doppelt. Aber sie bleiben auf der 5, okay. Nice. Panther bleibt auf der 3. Und da unten ändert sich auch nichts. Ruiz geht runter vielleicht. Die Slip-Einlage. Die Slip-Einlagenfirma. Panther. Die Slip-Firma. Panther. Wieso hast du einen Slipper von denen? Nee. Nee. Na ja, okay. Tane hat nichts mehr anbrennen lassen. Gelegen. Wo aber war die Yoda 1 zu dir? 19. Schau dir mal an. Evans auf Valvo 18. Am Ende hat die Dreifuß den Titel nicht verteidigen können, ganz knapp. Ja. Die Teamkollegen schmeißen, aber Octane geht hoch. Aber auch überragend. Ja! Platz 8 diesmal, sehr gut. Die haben Platz besser als aber alle, die da runtergekommen sind. Zampelli, Lucatelli, läuft's ja gar nicht. Die kommen, die meisten, wo runterkommen, die kommen nie wieder auf, gell? Hab ich das Gefühl. Wie Ozo zum Beispiel, oder? Ja. Die runterkommen, kommen nie wieder rauf, oder sie schaffen es nicht. Ja! Ozo, Lucatelli, Zampelli. Screenshot. Das ist ein Screenshot wert, Valvo.
So geil. Wieder hat der Renault eine Team-Trophäe. Erst die European, jetzt die... Und die European war sehr spannend. Da war sie damals, die Chica, der absolute Schachzug, um die zu gewinnen. Ja. Die European. Jetzt hat sie es deutlich. 8 Rennsiege, 9 Podeste, 1 DNF. Das war in Dubai der Crash, wo sie gebrannt hat. Mit 98 Punkten. Hat meine Startnummer übersprungen. Überragend, 98. Absolut überragend, Chica. Die Konkurrenz, jetzt haben wir gefistet. Auch, ja, und hier müssen wir auch einen Screenshot gleich machen. Da haben wir noch gesagt, boah, den Pokal hätten wir gerne. Und jetzt 30 Millionen Preisgeld. Oh, hei, 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 hei. Vielleicht dreht sich der Pokal richtig hin, Valvo. Zeit für das Screenshot. Sehr geil. Hat er gleich 2 Screenshots gemacht. Ja, weil der einmal nicht gedreht hat. 147 Punkte, damit haben wir den Rekord von McNeil damals mit Chapman eingestellt. Da haben wir noch gesagt, das schaffen wir nicht mehr. Jetzt haben wir es doch geschafft. Neue Punkterekord aufgestellt. Alle vergewaltigt. In nur 2 Saisons. Also in nur 2 Saisons. Nur 2 Saisons. Haben wir damals noch darüber geredet, dass wir besser sein müssen wie die schlechtere Teams, um drin zu bleiben. Und darüber redet aber 2 Jahre später kein Mensch mehr. Update-Fazit. Ich bin der Champion. Willst du vorlesen? Renault, ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass ich in dieser Saison so einen fantastischen Wagen fahren durfte. Ich bin Asia Pacific Supercup Sieger und es fühlt sich toll an. Vielen Dank, auf die nächste Saison.